Herzlich willkommen zu meinem sechsten Video zum Buch von Francis Fukuyama, Identität, zum vorletzten. Da geht es jetzt um die heutige innere, äußere Bedrohung der Demokratie. Francis Fukuyama unterscheidet unter anderem eine innere und äußere Bedrohung der Demokratie, wobei er für Letzteres vor allem China und Russland als Beispiele anführt. Als besonders große innere Bedrohung demokratischer Staaten erachtet Francis Fukuyama den Anstieg der Bedeutung des Populismus bzw. populistischer Parteien. Der Thymus, du kannst dich noch erinnern, aus einem der vorgehenden Videos habe ich das erklärt, ist der Drang nach Anerkennung bestimmter Bevölkerungsgruppen, wird insbesondere durch ökonomische Probleme der Menschen und die ungleiche Verteilung des Wohlstandes verstärkt. Bei Menschen, die Anerkennung und Achtung durch bisherige politische und wirtschaftliche Führungen vermissen, können starke negative Gefühle, Unzufriedenheit und damit Identitätsprobleme entstehen. Populisten versuchen insbesondere Menschen, die sich in ihrer Würde verletzt sehen, als Wählerinnen und Wähler und Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Typische Merkmale des Populismus sind unter anderem eine vereinfachende Darstellung der Wirklichkeit, Verschwörungsvorstellungen, die Selbstdarstellung als Bewegung, die Beschäftigung mit besonderen emotionalen Themen und die Behauptung, schnelle Lösungen für die Probleme der Gesellschaft, also der Menschen, anbieten zu können. Typisch für die vereinfachende Darstellung der Wirklichkeit durch Populisten ist die Behauptung eines angeblichen Gegensatzes zwischen der bisherigen sogenannten Elite und dem Volk, dessen Interessen die Populisten vorgeben, vertreten zu wollen. Als Elite gelten in diesem Zusammenhang für die Populisten die Vertreter und Anführer des geltenden politischen Systems, wie zum Beispiel der EU, also der Europäischen Union, Politikerinnen und Politiker anderer Parteien, Unternehmerinnen, Unternehmer und Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Die Populisten behaupten sich, für das Volk, die große Masse der Bevölkerung, einzusetzen und deren Emotionen wie Ängste und Wünsche bzw. Forderungen zu kennen. Tatsächlich werden überwiegend nur bestimmte Bevölkerungsgruppen angesprochen. Im Rahmen ihrer Verschwörungsvorstellungen behaupten Populisten, die Gegner des Volkes zu kennen, unterzeugen und verbreiten damit Feindbilder wie zum Beispiel Eliten als Ausbeuter des Volkes und Migranten als Bedrohung des eigenen Landes. In diesem Zusammenhang behaupten Populisten zum Beispiel, das Volk würde betrogen werden, indem die Medien bestimmte Sachverhalte nur unrichtig darstellen würden. Populistische Parteien versuchen sich häufig als Bewegung darzustellen, Stichwort Selbstdarstellung, und im Gegensatz zu herkömmlichen Parteien, sogenannte Altparteien, für mögliche Wählerinnen und Wähler noch deutlicher betonen zu können. Ja, das war jetzt das vorletzte Video zu Francis Fukuyamas Buch Identität. Und im siebten und letzten wieder geht es dann um mögliche Lösungsansätze, die Francis Fukuyama meint, festgestellt zu haben.